Die schwarz-gelbe Koalition bleibt bei ihrer Hymne auf die Atombeschlüsse, längere Laufzeiten für Atomkraftwerke und ein neues Energiekonzept. Vielleicht werden bei so viel Euphorie kleine Details einfach mal übersehen, wie die Veröffentlichung dessen, was da eigentlich ausgehandelt wurde zwischen Regierung und Energiekonzernen. Für die Opposition jedenfalls ein klares Zeichen von Geheimabsprachen und Demokratieverrat. Den ganzen Tag über kursierte viel Inoffizielles mit brisanten Details. Erst am Abend gab die Regierung Teile der Vereinbarung preis und näherte damit den Vorwurf weiter, dass da ordentlich geschachert wurde. Swantje von Massenbach. An Tagen wie diesen kann man schon mal ins Schwitzen kommen als Bundesumweltminister. Vielleicht liegt es ja auch an dem ausgehandelten Vertrag zwischen der Bundesregierung und den vier großen Energieversorgern. Den hat die Regierung sehr zögerlich bestätigt, ihn am Abend dann aber doch im Internet veröffentlicht. Darin steht zum Beispiel, unter welchen Umständen der Sonderbeitrag zur Förderung erneuerbarer Energien gekürzt werden kann. Wenn unter anderem die Laufzeitverlängerung aufgehoben wird, zum Beispiel durch eine neue Regierung. Wenn die Kosten für die Sicherheit pro Atomkraftwerk mehr als 500 Millionen Euro übersteigen oder auch, wenn die Brennelementesteuer nach 2016 verlängert wird. Umweltverbände und Opposition kritisieren das Verhalten der Regierung. Dieser Vertrag muss sehr genau darauf geprüft werden, ob er nicht tatsächlich die Haushaltsrechte des Deutschen Bundestages in verfassungsfriedlicher Weise einschränkt. Wenn das der Fall ist, werden wir deswegen vor das Bundesverfassungsgericht gehen. Innerhalb des Atomgesetzes sieht ein Entwurf vor, offenbar das Klagerecht von betroffenen Bürgern zu erschweren. Die Sicherheit der Atommeiler beschäftigt nach Recherchen des ARD-Magazins Monitor auch eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Modernisierungsmaßnahmen von Atommeilern sollen laut einem internen Papier als mittel- bis langfristig bewertet werden und könnten offenbar auf Jahre verschoben werden. Der Bundesumweltminister widerspricht dem. Der Sicherheitsstandard, auch die Sicherheitspflichten in der Atomgesetznovelle bleibt vollständig erhalten. Aber nicht nur das. Wir gehen sowohl technisch wie auch in den rechtlichen Anforderungen darüber hinaus. Während die Bundesregierung weiter am Energiekonzept arbeitet, demonstrierten vor dem Reichstag Atomkraftgegner gegen die geplante Laufzeitverlängerung. In gut einer Woche wollen es ihnen weit mehr Menschen als heute gleich tun. Und auch an den Sanierungskosten in Milliardenhöhe für das marode Atommülllager Asse müssen sich die Konzerne nicht beteiligen. Mehr als 125.000 Fässer radioaktiven Abfalls lagern in dem einsturzgefährdeten Salzbergwerk in Niedersachsen. Die müssen raus, hatte die Bundesregierung Anfang des Jahres nach vielem Hin und Her beschlossen. Mit Probebohrungen wird jetzt die weltweit erste Räumung eines unterirdischen Atommülllagers getestet. Für Techniker und Wissenschaftler also komplettes Neuland und für den Steuerzahler ein teures Unternehmen. Die Stilllegungskosten will der Bund ausdrücklich alleine zahlen. Das wurde heute im Bundesfinanzministerium betont. Ina Steljes. Wenn Jens Köhler sich auf den Weg in 800 Meter Tiefe begibt, ist es auch ein bisschen ein Weg ins Unbekannte. Köhler ist der technische Leiter des Bergwerkes und somit verantwortlich dafür, wie und wann die radioaktiven Abfälle herausgeholt werden. Das ist weltweit einzigartig und erstmalig, dass versucht wird, radioaktive Fässer aus einem Bergwerk zu bergen. Für mich ist das eine besondere Herausforderung. Einmal, dass weltweit erstmals gemacht wird. Wir können also auf keinerlei Erfahrungswerte zurückgreifen. Und wir brauchen natürlich hoch ausgebildete Spezialisten, Bergleute, Strahlenschutzexperten, um diese Aufgabe überhaupt zu stemmen. Bevor aber Köhler und sein Team überhaupt ein Fass bergen, heißt es üben, prüfen, erkunden, üben. 3 Jahre mindestens. Derzeit überprüft der Bergingenieur die Verlässlichkeit der Bohrer. Kalterprobung nennt sich das, wenn Wände angebohrt werden, hinter denen sich kein radioaktiver Abfall befindet, sondern nur Salz. Eine Probe, bevor es ernst wird. Wir werden in der heißen Phase einen komplett abgeschotterten Bereich haben. Dann haben wir einen Strahlenschutzbereich. Das heißt, das ist auch ein bisschen schwieriger, da raus und reinzukommen. Das dauert alles etwas Zeit. Deshalb möchten wir sicherstellen, dass, wenn wir in die heiße Phase kommen, da alles reibungslos funktioniert. 40 Meter tief müssen die Spezialisten bohren, um an die Kammern ranzukommen. Ein Großteil der Fässer, die dort in über 700 Meter lagern, sind zerstört. Niemand weiß, wie hoch die Strahlenbelastung in den Hohlräumen der Kammern ist. Wenn eines Tages die Fässer ausgegraben werden, darf keine Radioaktivität nach außen dringen. Jede Gefahr muss Jens Köhler unter Tage einkalkulieren. Über Tage wächst bei Anwohnern die Angst und der Frust. Eine gute Lösung gibt es ja nicht mehr. Selbst das Rausholen ist nicht schön,
Aber es drin lassen, weiß man eben auch, wird noch schlechter, ist die noch schlechtere Lösung. Die Zeit drängt für Jens Köhler, denn das marode Bergwerk droht einzustürzen. Schnell genug kann es eigentlich nicht gehen, das wissen wir alle und das weiß auch die ganze Mannschaft hier. Noch 10 sichere Jahre geben Geologen dem Bergwerk. Ab dann wird der Weg ins Unbekannte noch schwieriger.